des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr und Gott, in Jesus Christus durch Maria zu uns gekommen, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Mit Jesus bricht die Gottesherrschaft an und er vertreibt alles, was unheil ist, was böse ist, was nicht Leben ist, und bringt sein göttliches Leben zu uns, in uns, in unser Herz. Und wir dürfen von seiner Kraft, von seinem Leben ihn ganz selber empfangen, dass wir ausstrahlen, was wir von ihm her empfangen. Bereiten wir uns, wenn wir rufen, ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Wort und Werk, durch meine Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast das unbefleckte Herz Maria zur Wohnung deines ewigen Wortes und zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Erhöre unser Gebet und gib uns ein lauteres und zum Hören bereites Herz, damit wir treu deine Gebote halten, dich über alles lieben und unseren Schwestern und Brüdern in der Not helfen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Hiob. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht die Naht verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche. Der Herr aber segnete die späteren Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Esel. Auch bekam er 7 Söhne und 3 Töchter. Die erste nannte er Shemima, die zweite Kezia und die dritte Kerenhapu. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater gab ihnen Erbbesitz unter ihren Brüdern.
Hiob lebte danach noch 140 Jahre. Er sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter. Dann starb Hiob hochbetagt und satt an Lebenstagen. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinem Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört,
und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zu unserem menschgewordenen Gott, Jesus Christus, der Augen, Ohren und Sinne der Menschen inne hat und doch wahrer Gott ist, beten wir. Wir beten für alle, die nach einem sinnvollen und sinnerfüllten Leben sich ausstrecken, aus dem Evangelium heraus. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die die barmherzige Liebe unseres Gottes künden, in Wort und Tat in der Welt von heute. Christus, höre uns. Wir beten für Papst Franziskus, Bischof Bertram, die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Ordensleute und das ganze Volk Gottes. Christus, höre uns. Wir beten für die Schöpfung, der wir so vieles verdanken, weil du uns alles schenkst, was wir zum Leben brauchen. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die krank sind und Leiden tragen. Christus, höre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, besonders für alle nicht zur Welt gekommenen Kinder, alle, die durch Krieg und Gewalt ums Leben gekommen sind, für alle armen Seelen. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Kraft in unser kleines Leben hineinlegst, so dass wir staunen dürfen, was du in uns vollbringen magst. Dank sei dir, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, Herr unser Gott, schau gnädig auf die Gaben,
die wir beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria darbringen. Hilf uns, dass wir im Beispiel folgen und uns den Reichtum der Gnade Christi, deines Sohnes, vor Augen halten und treu bewahren. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade gebührend zu preisen. Denn du hast der seligen Jungfrau Maria ein kluges und verständiges Herz geschenkt, bereit auf dich zu hören und deinen Weisungen in allem zu folgen. Ein neues und mildes Herz, in das du selbst das Gesetz des neuen Bundes geschrieben hast, ein schlichtes und reines Herz, mit dem sie als Jungfrau deinen Sohn empfing und mit dem sie dich schauen darf in ewiger Freude. Ein waches und starkes Herz, das das Schwert des Leidens furchtlos ertrug und die Auferstehung des Sohnes gläubig erwartete. Darum rühmen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab, heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden
durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Beten wir heute besonders für die Verstorbenen der Familie Haider, Assam, Färber. Beten für Traudil, Fuchsgruber. Wir beten für die Verstorbenen der Familien Wieler, Familie Wieler, für Franz Viering und Geschwister, für Maria und Christine Birkle und für Amalie Sirch. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Franziska Kowalska und mit der heiligen Anna Schäfer und mit dem seligen Franz Xaver Selos und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Doch in uns, mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir voll Vertrauen, wie es der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, der Herr, hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, so bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, Herr, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr und der Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenkt einander eine Geste des Friedens, der Friede sei mit dir. Thank you.
So seht und erkennt Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig seid ihr, denn viele haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie zu Hause unseren Gottesdienst mitfeiern, in geistiger Weise sind Sie geladen, in der Kommunion zu empfangen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott aber denen bereitet, die ihn lieben, sich selbst, der Leib Christi.
Lasst uns beten, barmherziger Gott, wir haben Anteil erhalten an den Gaben der Erlösung. Gib, dass auch wir gleich der seligen Jungfrau Maria den Reichtum deiner Gnade preisen und dass sich das göttliche Leben in uns entfalte. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Stellen wir uns unter Gottes Schutz und Segen. Und auch wenn es regnerisch ist und herbstlich, packt euch einfach gut ein. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu. Schenke euch auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengel Michael, aller Engel und Heiligen, seinen Schutz und seinen Frieden und halte Ungewitter, Hagel, Frost, Überschwemmung, Dürre, Krieg, Krankheit, Verwirrung und alles Schädliche von euch fern. Amen. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Das sei Gott.